Herzlich willkommen zu diesem fünften Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und da möchte ich dir jetzt dann zeigen, wie man eben mit einzelnen Zellen und Tabellen arbeiten kann, was jetzt Markieren, Einfügen, Löschen, also diese Basics betrifft. Wir haben manche dieser Dinge ja schon vorher in den vorgehenden Videos mit unseren Beispielen schon zum Teil besprochen. Ich gehe jetzt noch etwas näher darauf ein. Das heißt, markieren kann ich hier Teile der Tabelle, das heißt diese einzelnen Zellen, dabei gedrückter linker Maustaste. Also ich kann das jetzt hier so machen zum Beispiel, markiere diese Bereiche und formatiere sie zum Beispiel fett. Dann betrifft das genau diese markierten Bereiche. Darüber hinaus kann ich dann auch Bereiche, die nicht zusammenhängen sind, ebenfalls markieren. Also ich markiere bei gedrückter linker Maustaste, drücke jetzt die Steuerungstaste. Und bei gedrückter Steuerungstaste und gedrückter linker Maustaste habe ich jetzt diesen Bereich hier markiert. Ich lasse die Steuerungstaste weiter gedrückt, habe also diesen Bereich dann markiert, hier, 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 diese drei Bereiche und kann die dann ebenfalls hier dann zum Beispiel formatieren. Das heißt, ich kann Bereiche, die nebeneinander unmittelbar liegen, markieren, aber auch die getrennt sind. Und da kann ich natürlich hergehen und kann dann zum Beispiel hier sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel hier diese Zahl, rechte Maustaste, kopieren, gehe an eine andere Stelle und kann dann an dieser Stelle hier diese Zelle wieder einfügen. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, hier einfach einfügen zu drücken, Inhalte einfügen, da werde ich dann gefragt, möchte ich alles einfügen, also auch wenn Formeln drin versteckt sind, oder möchte ich nur praktisch eine Zahl, die zum Beispiel dann eingegeben ist, also einen Wert zum Beispiel. Klicke ich jetzt in dem Fall hier auf Werte und es wird nur der 12 übertragen. Wenn ich das jetzt hier machen würde, rechte Maustaste kopieren, habe ich hier 35, gehe jetzt mal hierher, rechte Maustaste einfügen, Inhalte einfügen. Jetzt werde ich wieder gefragt, jetzt holt man das Fenster da rein, ob ich alles einfügen möchte. Klicke ich in dem Fall, belasse ich hier alles. Da wird in dem Fall hier der Nuller eingegeben, weil hier dann die Formel übernommen wird, Summe B15 bis B16. Und B15 bis 16, da steht da nichts drinnen. Warum nimmt er B15 bis 16? Weil hier eigentlich steht zwar B5 bis 6, aber meint dann eigentlich die eine Zelle, die zwei Plätze praktisch oberhalb ist und diese dann, die würde er dann zusammenzählen. Und da hier nichts ist, würde er nichts anzeigen. Wenn jetzt aber hier gehen würde und hier etwas eintragen würde zum Beispiel, siehst schon, es verändert sich dann hier der Wert. Und würde hier sich dieser Wert dann dementsprechend dann auch verändern. Das heißt, ich habe hier in dem Fall, wenn ich alles will, nur die Formel dann dementsprechend übernommen. Ich kann aber auch hergehen und kann hier einzelne Zellen natürlich auch löschen. Ich gehe hier zum Beispiel auf Zellen löschen. Und bei Zellen löschen würde es bedeuten, dass dann die Zellen, die rechts stehen, nach links verschoben werden würden. Ich klicke jetzt hier auf OK, dann nach oben und gehe jetzt hierher zum Beispiel und sage jetzt dann, okay, Inhalte löschen, da würde dann im Prinzip nur der Inhalt gelöscht werden, aber nicht jetzt eine Zelle darunter wieder nach oben oder nach links dann rücken. Ja, damit haben wir Zellen löschen gemacht und ich kann natürlich auch dann die Größe von Zellen einstellen. Wenn ich hier rauffahre, dann verändert sich der Mauszeiger, das ist diese zwei Pfeile, die nach links und rechts gehen. Ja. Wenn ich hier einen Doppelklick mache zum Beispiel, dann jetzt siehst du, dass Multiple nicht ganz ausgeschrieben ist. Wenn ich einen Doppelklick zwischen die beiden Zellen mache, dann passt er automatisch dann den Inhalt dieser Spalte dann an die Zellenbreite an. Also die Zellenbreite wird angepasst. Ja, und ich kann dann ebenfalls natürlich dann auch mit Tabellen noch etwas machen. Ich könnte hergehen und könnte hier mit der rechten Maustaste draufklicken und da würde man dann hier die Möglichkeit dann anbieten, in diesem Kontextmenü diese Tabelle dann auch zu löschen. Das mache ich jetzt hier aber nicht. Im Gegenteil, ich gehe jetzt hierher und füge ein neues Tabellenblatt ein. Ich benenne das jetzt Tab 4. Man kann jetzt hergehen zum Beispiel und sagen, okay, da möchte ich jetzt etwas machen, aber Tab 1, ich klicke wieder zurück, möchte ich nicht, dass es weiter angezeigt wird. Wenn ich zum Beispiel eine Präsentation habe, möchte ich, dass sie nicht gezeigt wird. Mache dann rechte Maustaste und kann hier dann zum Beispiel wählen, entweder alle Blätter ausblenden, das heißt, das wäre Tab 1 und Tab 4, oder eben nur dieses eine Tabellenblatt, meine Excel-Arbeitsmappe, und es würde dann in dem Fall das Tab 4 dann nicht mehr angezeigt werden. Ich könnte aber hergehen zum Beispiel und sagen einblenden, und dann würde ich mir dann vorschlagen, okay, was möchtest du denn wieder einblenden, das wäre dann das Tabellenblatt 1. Ja, in diesem Video haben wir jetzt besprochen, wie man Zellen markieren kann, wie man einzelne Zellen dann kopieren kann, wieder einfügen kann, wie man sie auch löschen kann, wie man nur Inhalte löschen kann, wie man die Größe von Zellen verstellen kann und wie man auch einzelne Tabellenblätter einfügen kann, aber auch dann wieder ausblenden und wieder einblenden kann. Danke für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich schon auf dich im nächsten Video.